So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, das Farbfestival, wenn es überhaupt so heißt, hat begonnen seit 10 Uhr. Koryogel ist neu da, ist aber auch regional. Das heißt, bei uns gibt es den roten Vogel, woanders gibt es dann den blauen, den lilanen, den grünen, den schwarzen, den orangen, das ist keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene momentan. Guck dir das an. Die laufen einfach bei Rot drüber. Bestes Vorbild. Ich stelle mich jetzt hier hin wie ein kleines Baby und warte jetzt 3 Jahre, bis es irgendwann mal umschaltet, dass ich hier drüber laufen kann. Und was mich interessiert, ist natürlich Boreos, weil Boreos in der Tiergeistform wieder in den Raids ist. Jedes Mal, wenn ich streame, kommen die Leute und sagen, Ramses, weißt du, wann Demeteros mal wieder kommt? Weißt du, wann Boreos kommt? Weißt du, wann Voldolos kommt? Der hat auch nicht gesehen, dass Rot ist. Die Leute gucken einfach nicht, die gucken nicht. Und ich bin der, der rennt rum und der angeblich nicht guckt, aber ich gucke, ich laufe bei Grün und werde befahren. Verkehrte Welt. Die Leute haben immer wieder gefragt, weißt du, wann die Tiergeister wieder kommen? Ich brauche die noch für eine Aufgabe, ich musste noch einen Schnappschuss machen. Wo ich mich immer frage, als die Aufgabe reinkam, waren die in den Raids? Wieso habt ihr das da nicht gemacht? Aber vielleicht niemanden gefunden, der mitmacht oder so, keine Ahnung. Jetzt ist es auf jeden Fall zurück, seit 10 Uhr war Wechsel, genau. 10 Uhr war Wechsel, seit 11 Uhr kann man den raiden. Es ist jetzt, ich muss mal kurz schauen, 11.29 Uhr. Ich versuche ja immer den ersten Raid, den ich sehe, zu machen. 11.41 Uhr geht er auf, am Busbahnhof. Deshalb laufe ich gerade zum Busbahnhof, habe wieder 10 Leute, die ich dann einlade, die werde ich euch gleich zeigen. Wir gucken uns gleich die Konda an, wir gucken uns die WP-Werte an für das 100%. Und vielleicht ist es sogar ein Shiny, mittlerweile kann es ja Shiny sein. Und ich habe sogar noch einen Glücksfreund dabei. Und den Glücksfreund werde ich jetzt nutzen, um das erste Boreos, was ich fange, erstmal zu tauschen fürs Video. Denn ich möchte ein 100% Boreos haben. Jetzt in der Zeit, wo das da ist, möchte ich 100% Boreos bekommen. Auf dem Weg dahin gibt es wahrscheinlich das ein oder andere Shiny. Aber mein Ziel ist das 100er. Auch wenn das Ding nichts kann und schlecht ist, ich habe die 2 anderen als 100%ige in der Tiergeistform. Deswegen möchte ich das jetzt auch, um dieses Trio abzuschließen. Ansonsten sehen wir uns gleich beim Busbahnhof. Wenn ich euch zeige, wen ich alles einlade und welche Konda wir nehmen und was das für Schwächen hat, welche WP und so weiter, habe ich auch im Community-Tab, poste ich immer eine Grafik, zeige ich euch aber jetzt gleich. So, wir sind zwar noch nicht ganz da, wir müssen nämlich davor, da ist der Busbahnhof, aber ich möchte euch mal dieses Fahrrad hier zeigen, da laufe ich jedes Mal dran vorbei. Das ist doch ein Pokestop, oder? Steht ein Fahrrad und hinten mit dem Korb ist im Prinzip wie ein Blumenbeet eingerichtet. Da blüht aber gerade nichts. Trotzdem möchte ich euch jetzt mal zeigen, wen wir heute einladen. Das heißt, wir gehen mal auf YouTube, ich zeige euch nochmal, wo das ist. YouTube, mein Kanal. Community-Tab. Im Community-Tab habe ich diese Infografik gepostet zu Boreos in der Übersicht, dass ihr seht, das ist vom Typ Flug und deshalb hat es Schwächen Eis, Elektro und Gestein. Deshalb könnt ihr nehmen als Konda zum Beispiel Voldolos oder Sekrom, Ramaidon, Rihonyor, Raikou, das andere Ding, was so gelb ist, also Elevoltec, oder wenn ihr halt jetzt auf Kryptos und Mega-Entwicklungen zurückgreifen wollt, Krypto, Raikou, Krypto, Krypto, Elevoltec, Krypto, Zapdos, Krypto, Mabutel mit Eis und das andere sind Mega-Entwicklungen hier bei Voltenso und bei Mega Aero Dactyl. Ich werde keine Megas und keine Krypto nehmen, ich nehme einfach die normalen Sachen, die ich jetzt hier habe. Und den WP-Wert können wir uns vielleicht noch merken. 22,96 mit Wetterboost auf Level 25 und 18,37 auf Level 20 ganz normal ohne Wetterboost. Müssen gleich hier rüber steppen, aber hier habe ich den Community Rate gepostet. Das sieht jedes Mal gleich aus. So sieht die Nachricht aus. Da ist immer eine Uhrzeit drin. Da steht immer da, dass ein Community Rate stattfindet. Und dann stehen die 2 Accounts, die einladen, dabei. Und
dass ihr bitte euren Trainernamen und Ingame, den Trainercode und den Ingame-Namen reinschreibt, damit ich euch mit diesen Accounts, die euch einladen, auch adden können, kann. Jetzt gehen wir mal hier auf Neueste zuerst und zeige ich euch, welche 10 es diesmal geschafft haben. Wir haben Kulidita, Blood and Tears, Henry Nikki, NetGhost und Henry Henne. Das sind die 5 auf dem einen Account. Auf dem anderen Account Luigi Sarada, Fanrate Go AMK, Borki, Cheffe und Andy Project. Und dann sind alle 10 auch schon voll. Trotzdem tragen sich die Leute auch ein. Wenn da schon 20 Kommentare stehen, tragen sie sich immer noch ein. Ich kann leider nur 10 einladen. Mehr geht leider nicht an Fanraidern. Hier ist zum Beispiel King Hammer dabei und Oliver. Der Oliver, der hat vorhin einfach nur Oliver reingeschrieben. Unter dem Standpunkt hätte ich ihn gar nicht einladen können, weil ich seinen Trainercode nicht habe, aber der hat ihn jetzt mittlerweile hingeschrieben. Bowling Ball steht auch noch dabei. Grüße gehen raus an Sven Günther. Ist nicht so schlimm. Ich werde heute trotzdem gucken, dass ich ab 16 Uhr Raids für Zuschauer mache mit Boreos, weil ich ja das 100er möchte. Also muss ich da durchziehen und muss da ganz viele Raids machen. Übrigens merkt man vielleicht, ich habe mich heute mal auf meine Videos so vorbereitet, wie das der Cast so immer macht. Wer den Unterschied merkt, schreibt es mal in die Kommentare und dann ja, sehen wir uns gleich, wenn ich da drüben bin und die Handys ausgepackt habe. So, der Raid müsste genau jetzt aufgehen. Ihr seht das hier, der ploppt jetzt auf in dem Moment. Ich gehe jetzt hier auch mal drauf. Hier gehe ich drauf, hier gehe ich drauf. Ich sehe, es haben auch alle angenommen, alle 10 haben angenommen. Das heißt, ich kann auch alle 10 einladen. Wir werden wieder eine private Lobby machen. Damit da nicht irgendwelche Fremden aus der Umgebung, die mit Fanrate Pass reingehen, die Plätze wegschnappen. Nehme ich überhaupt auf? Ich weiß es nicht. Muss mal ganz kurz gucken, ob ich aufnehme. Ja, ich nehme auf. Wir werden jetzt hier an diesem die private Gruppe eröffnen. So. Machen dann Glumanda, Katze, Nass. Nass passt nicht. Jetzt passt Nass, na? Drück, der ist jetzt drin, der ist auch drin, mit dem muss ich dann auch rein. Jetzt muss ich aber erstmal einladen. Henne, NetGhost, Kuli, Blood and Tears, Henry, Fanrate, Cheffe, Andy, Luigi, Borki, die sind alle drin, also wurden alle eingeladen. Jetzt nochmal den Gruppencode eingeben, dass ich mit dem Großen auch da bin. Blumanda, Katze, Blaue. Da fällt mir auf, ich habe noch gar kein Team zusammengestellt. Das können wir auch mal schnell machen, solange wir die Leute reingehen. Empfohlen. Wir gehen mal auf Elektro. Nehmen dann hier. So, jetzt Elektro. Nehmen dann hier den Patch. Wir nehmen das Sekrom mit rein. Wir nehmen noch ein Sekrom mit rein. Wir nehmen noch ein Voltolos mit rein und hinten einfach ein Ramaidon. Das ist unser Team, das wir jetzt also nehmen. Ganz viel Elektro und einmal mit Gestein. Wir haben jetzt keinen Elevoltec drin oder so. 13 Leute sind am Start. Das heißt, ich kann die Lobby auch theoretisch öffentlich machen. Wenn ich 10 einlade und mit 3 Accounts drin bin, dann sind das ja insgesamt 13. Das dürfte also passen. Wir warten jetzt noch kurz. Vielleicht kommt sogar noch jemand mit rein. Vielleicht ist noch jemand vor Ort. Vielleicht sieht es jemand aus der Ferne. Da ist eine 14 plötzlich. Muss ich mal schauen. Lady Pink. Level 30 ist jetzt drin. Wer auch immer Lady Pink ist, Grüße gehen raus. Grüße gehen einfach mal raus. Machen wir mal so. So. Jetzt schmetter mal hier drauf. Der dürfte nicht so schwer sein. Thomas hat ihn damals schon, als er das letzte Mal da war, mit 2 Accounts besiegt im Duo. So. Deswegen, die Meinungen sind wieder gespalten. Manche sagen, yo, endlich mal ein guter Raid-Boss. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich großartig ein Flug-Pokémon einsetze für Raids. PvP habe ich keine Ahnung. Aber ich denke mal, wenn der hauptsächlich Flugattacken hat, dann ist das auch viel zu eintönig. Auch sein, dass der auch keinen Dual-Typ hat, sondern einfach nur einen Typ. Ist ja auch trotzdem sehr anfällig. Ich meine, viele kämpfen mit Elektro, viele kämpfen mit Gestein, manche kämpfen auch mit, was war das letzte, Eis. Ich glaube, dass in der GBL der keine große Rolle spielt und in Raids eben genauso wenig. Kaboriki war ja durch seine Typenkombination
schon interessanter, auch wenn es natürlich Alternativen gerade zu Elektroangreifern gibt im Raid, für PvP vielleicht trotzdem eine kleine Rolle spielt. Aber Boreos dürfte jetzt nicht so interessant sein. Aber da es ja neu ist, als Shiny ist es auch wieder doch interessant und viele Leute raiden jetzt, weil sie das Shiny haben wollen. Oder damit sie endlich ihre komische Aufgabe abschließen, wo sie eben einen Schnappschuss machen müssen. Also eine Fotobomb von einem Boreos. Ich guck mal kurz hier durch, ob da irgendwo ein Shiny dabei ist. 1798, 18,5. Hier haben wir Kulidita. Ich nehme euch mal kurz hoch. Letzter Angriff, Kulidita. Blood and Tears Reisender, Ramses Kampfstark, Ramses Raid Party, 8 Ladeattacken, geballte Ladung, Henry Nicky Gigant. Drücken wir mal hier drauf, vielleicht ist es ja ein Shiny, das wäre natürlich richtig cool im ersten Raid. Und? Nee, ist keins, hat genau 18. 1836, 1837, irgendwas hätte es haben müssen. Ich setze mich jetzt mal fürs Fangen hier auf die Bank. So ungefähr. Wir tüten den jetzt mal ein. Ihr seht jetzt nicht viel von mir. Ihr seht hauptsächlich den Bildschirm und ich rede mit euch. Der hängt in der Luft, der fliegt. Das wäre wahrscheinlich richtig genial. Das heißt, wir stellen den Kreis jetzt nicht mehr um. Wir werfen auch nicht, wenn er oben ist. Wir warten, bis der runterkommt, curven dann, sobald er angreift, er greift natürlich unten nicht an, er greift immer zu nur an, wenn er oben ist. Das ist wieder ein Teil, da brauchst du wieder viel Geduld, das ist das, was mich immer stört. Ich habe gerne sowas wie Groudon, was einfach unten an einem Punkt sitzt auf der Erde, was nicht fliegt, was nicht nach links geht, was nicht nach rechts geht, was einfach, da fliegt schon wieder hoch. Oh Mann, flieg doch nicht immer zu. Jetzt greif bitte einmal an. Jetzt greift er an, das heißt, wir curven, wir werfen und wir treffen einfach fabelhaft. Das meine ich ja. Wenn ihr Geduld aufbringt und wirklich wartet, dann geht das eigentlich auch ganz gemütlich. Der Kreis für einfach fabelhaft passt schon. Das heißt, wir werden den Kreis nicht mehr verändern, wir werden den Kreis nicht umstellen. Und wir warten wirklich geduldig, bis er angreift, wenn er unten ist. Ja. Was hat er da Rotes am Bauch? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Zweiter Curveball. Diesmal habe ich nicht ganz so viel Power reingelegt. Das merkst du sofort. Der Ball geht nicht bis hin. Also das war Mist. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht warten, ich werde jetzt einfach drauf zimmern, damit es nicht so lange dauert. Wir werden es jetzt spannend machen. So, einmal hier, einfach fabelhaft, funktioniert nämlich auch. Also wenn ihr ein bisschen die Distanzen dann einschätzen könnt, dann könnt ihr eigentlich werfen, egal wo der gerade ist. Müsst halt immer Glück haben, dass der gerade nicht angreift. Aber wir haben ja noch genügend Bälle übrig, das heißt, wir werfen einfach nochmal drauf. Der Kreis ist natürlich jetzt so klein, obwohl er vorher so war und als einfach fabelhaft gezählt hat. Aber wir wollen jetzt nicht, dass das 10 Jahre dauert. Und jetzt, genau jetzt hat er sich bewegt. Genau das ist das Problem. So, wir curven weiter. Nochmal großartig geworfen. Ich muss dann das andere Handy noch rausholen, muss das noch verbinden, damit ich noch den Lucky Trade machen kann. Es ist ja kein 100er da, deswegen eigentlich geht es um nichts. Selbst wenn das jetzt flieht, wäre es jetzt nicht so gut, wäre es jetzt nicht so tragisch, meine ich. Der Pokédex-Eintrag ist auch schon da vom letzten Mal. Shiny ist es auch nicht. Hauptsache, wir tauschen uns das andere rüber. Vielleicht wird das ja beim Lucky Trade heute ein 100er da. Fürs Video wäre das natürlich richtig genial. Er ist jetzt auch drin. Wir holen jetzt direkt mal das andere Handy. Machen das mal an. Gehen hier drauf. Und versuchen gleich noch den Lucky Trade zu machen, beziehungsweise wir bewerten es mal ganz kurz, damit ihr seht, wie gut oder schlecht das jetzt war. 13, 14, 11, 15.3. Römhild Thüringen. Und ich finde diesen Hintergrund einfach richtig stark, weil das wirklich ein reines Flug-Pokémon ist. Und dieser Hintergrund, den siehst du selten. Welche Pokémon, außer die anderen Tiergeister und Inkarnationsformen, fallen euch noch ein? Guck mal, hier sitzt einfach ein Koriogel.
Dann nehmen wir das Koriogel halt auch mit. Wenn das Koriogel jetzt möchte, so. Einfach mal da drauf. Solange kann ich hier nämlich in den Tauschbildschirm gehen. Ja, es ist hartnäckig. So, nochmal. Sind schon im Glückstausch. Müsste natürlich jetzt auch neuer Pokédex-Eintrag sein von Koriogel. Zählt auch jetzt zur Sammlermedaille dazu, also zur Sammlerherausforderung. Da gibt es ja auch wieder eine Aufgabe seit 10 Uhr. Wir bewerten es gleich mal mit 13,51. Ist natürlich schlecht. Wer die noch nicht gesehen hat, ihr müsst jetzt für die Sammlerherausforderung wieder diese Pokémon fangen. Koriogel ist schon am Start, war neu, alles andere sitzt ja eh rum im Event. Ihr habt diesmal nur 5 Tage Zeit. Haltet euch daran, das ist wirklich weniger als sonst. Und jetzt machen wir noch den Spezialtausch als Glückstausch. Und ich werde das auch direkt jetzt wegtauschen, dass ich dafür nochmal einen Bonbon bekomme. So. Dann nehmen wir nämlich hier, gehen wir hier mal drauf, mach mal so. Halten das jetzt hin. Und schau mal, was bei rauskommt. Auf jeden Fall gibt es ein XL, was eigentlich total sinnlos ist, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit auf 100er Jagd gehe, werde ich wahrscheinlich im Endeffekt 800 XL oder irgendwas haben. 22,61. Ah, 13, 13, 14. Ich habe die Werte jetzt, wie gesagt, nicht im Kopf gehabt. 22,61, ja. Kann man eigentlich verschicken. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Hier haben wir ein 18,28 auf dem anderen. Na gut, das seht ihr jetzt nicht. Können wir mal rumdrehen, dann seht ihr das vielleicht. 18,28 hier ist ein 13,15. Das ist also ein 96er. Aber das ist egal, mit dem machen wir eh nichts. Hier muss ich dann noch fangen. Das ist gut, das ist schlecht. Das ist ein Rucksack. Das ist der Ramses, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend 16 Uhr im Stream, wenn wir auf 100er Jagd gehen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.